Hallo YouTube, freut mich, dass du da bist. Ich bin Dario und ich möchte heute über Gewohnheiten sprechen, warum sie so extrem nützlich sind und wie man sie sich schnell und effektiv aufbaut. Was ist eine Gewohnheit? Eine Gewohnheit ist, dass man etwas Bestimmtes tut und gar nicht darüber nachdenkt, dass man es tun muss, sondern man macht es einfach. Ein Beispiel ist Zähneputzen. Im Laufe der Jahre hast du dir angeeignet, dir abends die Zähne zu putzen und stellst dir gar nicht mehr die Frage, habe ich heute jetzt Bock, Zähne zu putzen oder nicht? Du tust es einfach. Und das ist das Geile daran, man tut es einfach und denkt nicht drüber nach. Und das kann man auch nutzen, wenn man Dinge machen muss, die einen immer Überwindung kosten, zum Beispiel lernen oder Sport machen. Wenn du eine Gewohnheit eine gewisse Zeit lang ausgeübt hast, dann denkst du nicht mehr nach, ob du jetzt Sport machen willst oder lernen willst, du machst es einfach. Dazu sollte man wissen, eine Gewohnheit baut sich in drei Schritten auf. Der erste Schritt ist, dass sie Überwindung kostet. Die ersten paar Tage kostet sich Überwindung, du hast keinen Bock, du musst es erstmal durchziehen. Dann kommt eine gewisse Routine rein, dass es für dich zur Gewohnheit, langsam zur Gewohnheit wird, aber es ist noch nicht fest in dir verankert. Und Studien haben ergeben, nach ca. 30 bis 66 Tagen ist diese Gewohnheit gefestigt und tief in dir drin. Was ich aber sagen kann aus meiner Erfahrung ist, dass es ca. 10 bis 14 Tage dauert, bis du eine Routine aufgebaut hast. Und das ist schon mal extrem viel wert, denn eine Routine bringt dich dazu, dass du das Gefühl hast, dass dir etwas fehlt, wenn du deine Tätigkeit, die du ausüben willst, die du zur Gewohnheit machen willst, nicht ausübst. Also dir fehlt etwas, wenn du zum Beispiel nicht gelernt hast. Und dann denkst du, was fehlt mir? Und dann, mir fehlt Lernen, ich muss noch lernen. Dann lernst du. Wie bildet man jetzt Gewohnheiten aus? Das machen viele Leute den Fehler, dass sie sich sofort schnipp eine Gewohnheit aneignen wollen, aber das geht nicht. Das ist wie ein Muskel, den du langsam trainieren musst. Wenn du mehr lernen willst, dann bringt es nichts, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt in den nächsten 4 Wochen Prüfung, ich will jetzt jeden Tag 8 Stunden lernen, das bringt dir nichts. Nach ein paar Tagen wird dein Körper sagen und dein Wille, nee, ich habe keinen Bock mehr und du wirst, weiß Gott, irgendwas anderes machen, im Internet surfen, Serien schauen, was auch immer, nur nicht lernen. Deswegen, um eine Gewohnheit auszubilden, so rum, muss man das langsam angehen. Also setz dich am Anfang hin und sagst, okay, ich lerne heute 2 Stunden, am nächsten Tag 3 Stunden, am übernächsten Tag 4 Stunden und so weiter. So baust du das langsam auf. Es geht darum, dass du das langsam Stück für Stück machst und deinen Körper daran gewöhnst. Und das ist eigentlich schon der große Zauber an Gewohnheiten. Du musst dir ganz genau überlegen, was soll deine Gewohnheit sein, und dann musst du es langsam angehen und dich langsam steigern. Das ist im Prinzip der Fehler, den alle oder viele Leute machen, dass sie sich eben nicht steigern, sondern gleich von 0 auf 100 anfangen. Das bringt im Prinzip gar nichts. Lass mich wissen, wie du Gewohnheiten dir aneignest, was vielleicht du noch für Tipps und Tricks hast. Ich freue mich drauf. Bis bald.